Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 11 von Voxel Tycoon. Wir haben letztes Mal geschaut, dass wir die Forschung voranbringen, dass da die Eisenbahnen hinkommen. Und ja, dann kam noch eine Meldung mit Sand, die wir machen wollten, aber die können wir ja gar nicht machen, weil Sand ist in einem anderen Bereich, den wir freischalten müssen. Das bedeutet, wir werden jetzt schauen, wie wir weiter hier machen. Aber das Ganze gucken wir uns nach dem Intro an. Ne? Bis gleich. So, dann fahren die hier alle durch die Gegend und wir müssen mal gucken, dass wir das so hinkriegen. Was wir da jetzt machen, weiß ich auch noch nicht. Jetzt war das hier das Sand oder der Sand, den wir ja definitiv nicht bekommen können, weil das Lager hier irgendwo ist. Ah, da oben. Weiter geht's nicht. Also da kommen wir nicht hin. Dann können die das schon mal vergessen. So, wir haben hier Holz, Eisen, Holz, Konstruktionsholz oder was es auch immer war. Hier haben wir das auch. Das läuft alles. Hier unten haben wir Kohle, Holz. Okay. Hier haben wir Holz, Kohle, Bretter. Das läuft alles, ne? Der dreht mit den Brettern da hinten rein oder? Ne, der fährt weiter. Okay. Er kommt mit Brettern für hier, oder? Ja, das läuft aber. Gut, hier ist nochmal Eisenerz. Wird hier denn angeliefert? Schrecklich. Geliefert 0. Das bedeutet, hier kommt gar kein Eisenerz hin. Oder Kupfererz ist es, ist gar kein Eisenerz. Und ich glaube, wir haben gar kein Kupfer hier, oder? Kann das sein? Ja, das sieht genauso aus. Da kommen wir auch nicht hin. Kupfer ist da unten und wir können das auch nicht beliefern. Okay. Dann ist das auch schon erledigt. So, was machen wir hier jetzt? Hier machen wir... Achso, wir hatten das letzte Mal auch gesagt, dass wir hier die Eisenbarren schneller wegbringen müssen. Weil das Band läuft da auch schon voll. Kohle kommt genug an. Alles wird hier geholt. Das passt eigentlich alles. Wir müssen nur aufpassen, dass hier die LKWs nicht im Stau stehen nachher, ne? Wenn das Band voll sein sollte. Wie viel ist denn hier drin, ne? Nix. Das heißt, wir können auch tatsächlich einen LKW da mehr fahren lassen. Dann kaufen wir mal noch einen für die Eisenbahn. Wir haben aber gerade nicht genug Geld. Gut, das wird aber gleich zusammenkommen. Das kriegen wir hin. Dann schicken wir da noch einen auf die Piste. Ja, ich glaube, wir machen mal hier eine Spur schneller, oder? Machen wir gerade zwei, bis die Geldmittel da sind. So, jetzt können wir den kaufen. Und die Route wäre Eisenbahn dahin laufen lassen. Starten. Details. Wir setzen definitiv auf Eisenbahn, bevor der was anderes dahin fährt. Ja, dann wird das wohl so sein, oder? Mitfahren? Nein, mitfahren will ich nicht. Mitfahren ist doof. Ich will nur Fahrzeug folgen. Okay, das ist er dann. Gut, das bedeutet, das Band wird auch schneller leer wieder, weil er noch an LKW mehr kommt. Aber ich glaube... Der eine wird es nicht sein, dass der das rausreißt, oder? Also das fährt jetzt voran, ist klar, weil er da holt. Aber... Holt er auch? Ne, doch, der holt auch, okay. Ich denke, am Ende kann da noch ein LKW geholt werden, ne? So. Aber wenn wir keine neuen Dingens haben, Verkaufsstellen. Heubach hat den Status Stadt erreicht. Okay. Und neue Verkaufsstelle für Sand. Melrichstadt haben wir da auch. Eisenverhütung.
Das ist auch eine Stadt geworden. Holzträger, Eisenerz. Ja, es sieht so aus, als ob wir jetzt hier nur noch schauen müssen, dass wir die Stellen, die wir haben, besser versorgen. So schlecht oder so. Na, schlecht geht ja sogar noch. Wir hatten eben zum Beispiel auch ein schreckliches Feld, meine ich. Okay. Wir können natürlich auch einen Bus mehr fahren lassen. Hier ist schlecht. Hier ist auch schlecht. Hier sieht alles mit schlecht aus. Haben wir denn auch Holz ist sogar gar nicht mal das durchschnittlich, ne? Ja, tatsächlich. Das ist schlecht, ist klar. Den Sand werden wir auch nicht wegkriegen. Ne, sieht gerade so aus, als ob alles mit mindestens schlecht beliefert wird. Okay. Was macht's Geld? 5200, da sind wir noch nicht reich geworden dran. Wie sieht's denn hier aus? 7 von 100, also das sieht noch ganz schlecht aus. Und hier wird jetzt aufgestockt. Also noch einen hinfahren lassen wäre nicht praktikabel, weil dann ist das Lager voll. Aber hier ist es auch bald voll, aber da müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Vielleicht müssen wir unser Spielprinzip mit sowas hier verändern, dass das wirklich ein Lager ist, das dann rein nur für Eisenbarren zum Beispiel ist. Weil anders wird das nicht funktionieren, ne? Garage 1, ja. Eigentlich müssten wir die Straße hier gerade ziehen, aber das geht, glaube ich, auch nicht wegen der Schräge. Ja. Ja, wir haben gerade kein Geld, ne? Weil wir irgendwie verdammt viel Minus machen. Warum? Warum machen wir gerade so viel Minus? Stehen irgendwelche Fahrzeuge gerade im Stau oder sowas? Nein, ne? Hier dreht sich und bewegt sich alles. Hier ist es auch so. Hier ist es auch so, oder? Ja. Nicht, dass nachher bei der Holzfäller-Aktion. Ne, die fahren auch alle. Und hier wird auch gefahren, denke ich. Ja. Und hier rechts. Bei der Kohle steht noch nicht mal einer. Ja, hier ist ein bisschen Stau, aber das ist ja normal, würde ich sagen. Holzverarbeitung läuft. Wird auch ordentlich abgeholt. Das passt aber alles soweit. Wir machen hier wieder 56 Miese, aber okay, die fahren aber alle plus ein, ne? Würde ich mal sagen, oder? Wo ist er denn jetzt hier? Okay, der steht da. Da gibt es keine Einnahmen. Oder wie sehe ich das? Ja, weil es nicht verkauft wird, ne? Ist klar, dann kann es auch keine Einnahmen geben. Das ist ja für hier unsere Forschung. Diese drei Wagen sind das dann wohl. Wo ist er? Okay, der fährt noch. Und der fährt auch und der bringt es ja auch dahin. Okay, da passt es eigentlich. Und ja, 2,6 nur, ne? Das ist jetzt nicht so prickelnd hier, ne? 945.000. Was bezahlen wir denn mit den Krediten hier? Ach, die Forschung ist wahrscheinlich so teuer, ne? Das wird sein.
Okay. Passagiertransport nur 8.000, das ist nämlich viel, ne? Naja. Vorige Monat haben wir 45 Miese gemacht. Die müssen wir jetzt reinkriegen irgendwie, oder? Notfalls müssen wir die Forschung stoppen. Nützt ja nichts, ne? Was Geld kommt hier rein? Was haben wir denn? 30. Oktober. 108.000. Wir kratzen hier immer ins Minus dran rum. In die Forschung ist das viele Geld. Das kostet uns was, ne? Dafür wird sie natürlich fertig, ne? Jetzt warten wir hier mal auf die Forschung mit dem Geld. 12 von 100. Das ist ein neuer Monat. Wir sind schon 5.000 in den Miesen. Zinsen sind knapp 10.000. Ich glaube, wir können mal auf Stufe 2 machen, ne? Das sieht ja fast so aus, als ob du besser ein Auto wieder runternimmst, damit wir ein bisschen mehr Geld kriegen, oder? Aber momentan sieht es ja mit Plus aus. Ja, wir hatten letzten Monat die neuen Fahrzeuge da drin, deswegen war das hier so miesemäßig. Dann geht's ja. Ja, da müssen wir mal die Füße stillhalten, ne? Und mal nichts kaufen. Einfach nur laufen lassen mal. Und wenn wir keine Fahrzeuge kaufen, dann geht's eigentlich. 15. Ja, eigentlich müssen wir jetzt auf einer neuen Verkaufsstelle warten, ne? Und dabei bitte nicht Sand. Weil Sand haben wir nicht. Genauso wenig wie Kupfererz. Es geht hier mal gerade ins Plus, so knapp, ne? Also Passagiertransport ist ein bisschen schlecht, finde ich. Wo sind denn die Leute hier? Statistiken. Geht das denn hier ins Plus? Geld verdient, nur nicht Plus, ne? Das ist eine Nullnummer zurzeit. Betriebskosten sind höher wie die Verdienste der Fahrteinnahmen. Jetzt ist gleich gerade gewesen. Okay, jetzt geht das hier allerdings runter. Ja, okay, der macht Plus. Zwar nicht viel, aber er macht Plus. Ja, Geld verdient ist jetzt wieder runtergegangen. Verstehe ich auch nicht so ganz. Hier unten ist jetzt gerade wieder ein Sprung runtergegangen. Wir hatten gerade eine 10er da stehen. Jetzt steht da nur noch 3. Wahrscheinlich jedes Mal, wenn hier ein neuer Monat anfängt, geht es hier teuer runter, ne? Weil dann hier wieder neu berechnet wird oder was? Oder er nimmt es immer, ne? Schätzungsweise nimmt er immer die 5.000 auf einmal raus dann, ne? Ja, jetzt fehlt es hier an Eisenbahn und wenn die jetzt kommen, dann hat er das Geld rausgenommen. So sieht's aus. Die Forschung ist aber jetzt schon schneller am Laufen. Ist schon mehr Geld rausgekommen.
Aber ein Auto werden wir jetzt gerade nicht kaufen können, ne? Wo ich jetzt sagen würde, es wäre vielleicht sinnig, dass wir noch Einnahmen mehr machen, generieren würden. Jetzt pass auf, jetzt kommt da einer rein und dann ist der weggekauft, oder was? Okay, da kommen wieder Barren. Wir sind gerade im Minus. Letzter Monat im Jahr und wir sind im Minus, das ist nicht gut. Aktueller Monat ist jetzt aber runtergesetzt schon. Obwohl hier noch 4. Dezember steht. Das Jahr fängt da wohl im Januar an, im Dezember an. Ach, das sind Monate außerdem. Ich dachte, das wären Jahreszahlen. Okay. So, Nachfrage, gesundheitliche Schwierigkeiten mit der Versorgung. Welche Stadt akzeptiert jetzt weniger Kupfererze? Ja, da kann ich auch nichts dran ändern. Das muss so bleiben. Der wird auch dicht machen. Das ist auch klar. Weil wo soll ich es wegnehmen? Hier nicht. Ja. 30. Eine Folge ohne Sinn und Verstand ist das jetzt leider. Können jetzt nicht so viel machen, ne? Können nur gucken, wie hier die Bretter gesägt werden zum Beispiel. Ein Auto jetzt kaufen geht gerade nicht, weil ne? Die Forschung alles auffrisst. Hier liegen zwar ein paar Barren, aber das ist jetzt nicht viel. Allerdings ist es gerade auch wegen dem Geld wahrscheinlich schwierig, dass das funktioniert. Weil da muss jetzt erst das Geld reinkommen, dass hier wieder was läuft. Ja, da läuft wieder einer. Ein Drittel haben wir jetzt geschafft. Nicht so ganz so viel, ne? Ja, da müssen wir überlegen, was wir da machen. Ich würde jetzt tendenziell sogar sagen, lass uns ein Auto da wieder runternehmen. Weil das funktioniert nicht, ne? Das ist zu viel mit dem Zeug hier, mit der Forschung. Das ist zu teuer. Fährt jetzt noch da lang. Sollen wir gleich gucken, wo wir den dritten hinsetzen können dann, ne? So, jetzt entlädt er. Jetzt machen wir hier wieder auf Stufe 1. Jetzt müssen wir hier mal gerade gucken. Wo wird denn Eisenerz zu Gefrees Südwest gebracht? Und das müssen wir dann auch auf Eisenerz umstellen. Und folgen dem wieder. Machen wir gerade wieder schneller. Jetzt holt er da Eisenerz ab und bringt das weg. Das sollten uns dann ein paar Einnahmen mehr bringen. Und hier die Ausgaben für die Forschung sollten ein bisschen weniger sein, weil das nicht so schnell läuft. Dann sollten wir hier unten auch dann schneller die Summe wieder hochkriegen, dass wir Fahrzeuge kaufen können und dann besser beliefern können, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Okay, der fährt weiter. Das Eisenerz bis in die letzte Ecke der Stadt. So, die sind das hier. Die sind auf schlecht, die bringen wir dann hoch. Ja gut, dann würde ich sagen, läuft das erstmal. Wir kriegen jetzt hier auch eine Summe dazu, wie wir sehen, weil wir nicht so viel Forschung mehr betreiben können. Und irgendwann kommt dann ein Auto zu und dann werden wir das Auto dann aber nicht zur Forschung schicken, sondern woanders hinschicken, wo es dann für uns Einnahmen generiert, die wir wieder umsetzen können. So, die Kohle bringt 270. Da sinkt der Preis aber. Ja, die Holzbretter sind mit 365 am ergiebigsten. Sand haben wir nicht. 230 ist nicht so dolle. Hier haben wir 300, also die Bretter sind wahrscheinlich gerade am besten. 250, hier ist dann nichts mehr. Also ich denke, wir werden Bretter liefern müssen. 270. 270.
Um Geld zu machen, brauchen wir Bretter. 255. Ist hier noch was? Nein. Hier ist die Kohle noch. 230, die bringt es am wenigsten. Haben wir hier schon durchgeguckt, wahrscheinlich, ne? Hier sind ja auch die Bretter da. Gut, das bedeutet, der nächste Wagen geht ganz klar an die Bretter. Und die Bretter sind ja hier auch auf dem Band noch vorhanden. Das heißt, das wird schon passend abgeholt, würde ich sagen, ne? Achso, die Hölzer gehen ja direkt rein. Okay, der Rest. Ja, das geht ins Lager. Und dies wird ja direkt abgeholt. Eigentlich brauchte man hier kein Lagerhaus, ne? Aber nur ist es mal da. Okay. Dann gehen wir mal hier hin. Gehen auf Kaufen und dann brauchen wir 31.700. Davon haben wir gerade mal die Hälfte. Okay. Das bedeutet, wir müssen da weiter warten und brauchen Mellrichstadt Nord für die Bretter. Alles klar. Haben wir das auch schon geklärt? Und machen wir gerade Stufe 3. Dass wir die 4000 da noch reinkriegen. Ja, jetzt ist mehr, weil gerade irgendwelche Ausgaben bezahlt wurden. Ja, jetzt sinkt es sogar. 23. Januar. 28, 29, 31. Gefris hat den Status Stadt erreicht. Okay. So, jetzt können wir das kaufen. Machen wir auch. Und Holz zu Mellrichstadt. War das Mellrichstadt Nord? Muss wohl. Achso. Details. Hier sind die Bretter gefragt. Und starten. Folgen wir dem Rad, der fährt da raus. Das können wir zumachen. Und jetzt wollte ich den noch folgen, ne? So, er kriegt die Bretter, ist auch schnell geladen. Und fährt dann darüber und liefert das da ab. So, hat er abgeliefert. Das gibt 1800 jedes Mal, das ist sehr gut. Okay, dann haben wir das geklärt. Ich denke mal, hier ist durchschnittlich. Das können wir. Na, okay, dann fällt natürlich der Preis, wenn wir mehr anliefern. Das ist auch wieder nicht so dolle eigentlich, ne? Da müssen wir dann auch noch überlegen. Ich glaube, die Holzbalken, weiß ich, wie es heißt. Die Holzträger, die bringen 305. Ist aber schlecht. Da sollten wir vielleicht als nächstes dann hier noch einen Wagen hinschicken, der die Holzträger dann einbringt. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins, wenn euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video. Leider gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.